In diesem Film ist Kadezadeh Rumi so alt wie du. Würdest du mit ihm befreundet sein? Freunde, ich bin Kadezadeh Rumi. Mein richtiger Name ist Salahattin Musa. Ich bin ein berühmter türkischer Mathematiker und Astronom, der im Mittelalter gelebt hat. Möchtet ihr mich kennenlernen? Kinder, die Geburtsdaten von Menschen, die wie ich in alten Zeiten lebten, sind möglicherweise nicht genau bekannt. Deshalb kann ich euch sagen, dass ich ungefähr 1364 geboren wurde. Meine Familienmitglieder waren sachkundige Leute. Ich habe meinen Vater verloren, als ich noch sehr jung war, und mein Großvater hat mich großgezogen. Sie nannten mich Kadezadeh, weil mein Großvater Kade war, und ich wurde auch Rumi genannt, weil ich aus Anatolien nach Samarkand ging. Ich wurde in Bursa geboren, eine der schönsten Städte unseres Landes, die die meisten von euch kennt. Vielleicht habt ihr dort besucht. Bursa, die Hauptstadt des Osmanischen Reiches, duftet nach Geschichte und Kultur. Wie Evliya Çelebi in seinem Buch Seyahatname sagt, ist es die Stadt des Wassers. Ihr könnt das Wasser aus jedem Brunnen in der Stadt trinken. Wenn ihr die Bäche sehen, Wasserfälle sehen, den Uludağ besteigen und die Wälder von Bursa besuchen möchtet, wo ich geboren und aufgewachsen bin, würde mich das sehr freuen. Meine erste Ausbildung habe ich von meinem Großvater bekommen. Ich wollte nie, dass die Zeit, in der wir mit ihm zusammengearbeitet haben, endet, weil ich es liebte, Zeit mit meinem Großvater zu verbringen. Ich hatte Spaß und lernte viel Wissen. Mein Großvater lehrte mich sowohl Religion als auch Geisteswissenschaften. Ich möchte erklären, was Geisteswissenschaften ist, weil ihr dieses Wort vielleicht zum ersten Mal gehört habt. Geisteswissenschaft ist Wissenschaften wie Mathematik, Literatur, Logik. Während meiner ersten Ausbildung bei meinem Großvater nahm ich auch Mathematik und Astronomie Unterricht bei der berühmten Gelehrten meiner Zeit, Molla Fenari. Kinder, wir lieben alle unsere Lektionen, aber einige von ihnen haben einen anderen Platz. Ich bin sicher, es gibt auch ein paar Lektionen, die ihr besonders liebt. Bei mir war es der Himmel und die Sterne, der Mond und die Sonne, kurz gesagt Astronomieunterricht. Meine Liebe zur Astronomie war so groß, dass ich beschloss, mit einem Schüler meines Großvaters, Scheich Bedreddin, nach Konya zu gehen. In Konya gab es einen berühmtesten Gelehrten meiner Zeit, Müneccim Feyzullah, und ich begann, bei ihm Astronomieunterricht zu nehmen. Ich kam zurück nach Bursa. Mein Lehrer, Molla Fenari, erkannte meine Fähigkeiten in Mathematik und Astronomie und riet mir, Kulturzentren in Khorasan oder Transoxiana zu besuchen. Ich wollte dem Rat meines Lehrers folgen, aber ich setzte mein Mathematikstudium in Bursa fort und schrieb eine Doktorarbeit über Arithmetik. Nach Abschluss meiner Doktorarbeit machte ich mich 1410 auf den Weg nach Samarkand. Mit seinen Bächen, üppiger Vegetation und sauberer Luft ist Samarkand eine der schönsten Städte mit natürlichem Aussehen und hervorragend geeignet für ein gesundes Leben. Samarkand, in einer Region gelegen, die Reisende mit dem Paradies verglichen, wurde von Ulubey regiert, der Wissenschaft und Kultur unterstützte. Wisst ihr, Kinder, wir alle haben Wendepunkte in unserem Leben. Diese Wendepunkte verändern unser Leben komplett. So ist es mir auch passiert. Mein Leben änderte sich, als ich Ulubey traf. In kurzer Zeit gewann ich die Liebe und den Respekt des Herrschers und wurde sein persönlicher Lehrer. Ich begann in der Medrese zu unterrichten, die Ulubey gebaut hatte, und ich bildete viele Schüler aus. Später arbeitete ich als Direktor am Samarkand Observatorium. Inzwischen habe ich geheiratet. Ich hatte einen Sohn namens Şemseddin Mehmet. Ich lebte mit meiner Familie in der Stadt, die ich liebte, und kümmerte mich um den Job, den ich liebte. So wie mich meine eigene Familie erzogen hat, interessierte ich mich besonders für die Ausbildung meines Sohnes. Ich habe ihn dabei unterstützt, die Bereiche zu entdecken, die er liebt. Kinder, unter den Schülern, die ich ausbildete, gab es bedeutende Gelehrte wie Ali Kuşçu. Ich habe meine Schüler immer ermutigt, nach Anatolien zu gehen.
Ali Kuşçu folgte meinem Rat und ging nach Anatolien und leistete große Beiträge zur Entwicklung von Wissenschaft und Bildung im Osmanischen Reich. Dank meiner Studenten, die nach Anatolien gingen, erreichte die reiche Ansammlung und wissenschaftliche Tätigkeit der Samarkander Mathematik-Astronomie-Schule auch Anatolien. Meine Bücher über Geometrie und Astronomie wurden als Lehrbücher in osmanischen Medresen gelehrt. Ich habe die osmanische Wissenschaftswelt sowohl mit meinen Schülern als auch mit meinen Werken bereichert und geleitet. Ich galt als der erste wirklich originelle Mathematiker und Astronom, der im wissenschaftlichen Umfeld des Osmanischen Reiches aufwuchs. Meine wichtigsten astronomischen Aktivitäten sind meine Teilnahme an den Studien am Samarkand Observatorium und meine Beiträge zu Ulubeyzik. Mathematik hatte schon immer einen besonderen Platz in meinem Leben. Als Liebhaber der Astronomie war ich der erste Wissenschaftler, der in meiner Forschung von den Daten und Prinzipien der Mathematik profitierte. Als Liebhaber der Astronomie war ich der erste Wissenschaftler, der in meiner Forschung von den Daten und Prinzipien der Mathematik profitierte. Liebe Kinder, es war mir eine Freude, meine Lebensgeschichte mit euch zu teilen. Ich war ein Kind, das immer der Wissenschaft nachjagte, und als ich aufwuchs, ließ ich sie nicht los. Während ich ihn jagte, stopfte ich meine Taschen auch mit Mathematik und Astronomie, weil ich sie so geliebt habe. Wie man Mathematik nicht liebt. Himmel, Weltraum, Sterne, Sonne, Planeten, sie sind alle so schön. In diesem Alter könnt ihr euch auch in Bereiche begeben, die euch glücklich machen und mit denen ihr beschäftigt sein werdet, wenn ihr groß seid. Sich für die Dinge zu interessieren, die man liebt, und in diesen Bereichen Fortschritte zu machen, ist eine Quelle des Glücks, die ein Leben lang anhält. Ich sende euch allen meine Liebe.